Immer schöne Musik hier, ganz nett. Wie gesagt, das ist ja auch vom Entwickler Astragon. Die machen auch City Economy. Habe ich ja auch im Moment so ein bisschen am Start. Weiß natürlich auch nicht, wie lange das geht, aber ich denke mal, beides etwas kürzere Projekte. Aber dieses hier ist natürlich das etwas stabilere, etwas, das ein bisschen mehr Spaß macht. Wo es nicht so viele Bugs gibt oder eigentlich gar keinen, oder ich weiß es nicht. Der findet kein Mülleimer, what? Hier sind doch überall Mülleimer. Naja, die KI ist manchmal auch so eine Sache, ne? So. Lohnt sich mal noch 20 Leute hier rein. Das lohnt sich dann auf jeden Fall. Immer wie Ariel die Meerjungfrau, das Lied, ne? Toiletten? Oh, wir brauchen auch mal vielleicht mehr Toiletten, ne? Jetzt habe ich nicht genug Geld. Oh. Habe nur diese Toilette hier, glaube ich. Da hätte ich mal auch ein bisschen mehr drauf achten sollen, ehrlich gesagt. Das Shame on me. Das sieht alles ganz gut aus. Ambiente, Sprungbretter, ja, muss noch ein bisschen mehr. Das will ich auch wenigstens alles im grünen Bereich haben, ne? Aber ist doch gar nicht so unbeliebt eigentlich. Warum die sich manchmal beschweren, weiß ich nicht. Die müssen einfach rausgehen und müssen einfach machen. So, aber hier kriegt ihr mal eine Toilette auch. Eigentlich auch hier, wenn sie das Geld hätte, ne? Das Geld ist das größte Problem, das Einnehmen, eigentlich. Aber wenn ich jetzt nichts ausgeben würde, dann. Ist er tot? Nee. Hallo? Ja, fast, ist wohl eben umgekippt. War es kein Unfall? Ich weiß es nicht. So, komm, Toiletten. Ihr macht jetzt die Toilette auf. Da. Oben würde ich auch noch gerne einen hinbauen. Kostet 300, ja. Komm schon, Dinge, die Kassen drin, die Dinge. So. Das muss ja auch vorhanden sein, ne? Ganz klar. Ja, die pissen sich auch immer. Das heißt, alles nichts mit der Toilette zu tun, aber. Die meckern immer rum wegen. Oh, keine Gelegenheit zu sitzen. Ein bisschen komisch hier, naja. Mal eine Liegewiese hin, du. Kleinen Tisch hier. Sollen sich ja wohlfühlen. Da muss man aber auch immer mehr ausgeben, ne? Das ist ganz klar. Eine von denen Brett ist auch ganz nett. Apropos Brett, hier brauchen. Das sieht ja immer so leer aus hier, ne? Kleines Schwungbrett. Schwung habe ich schon gesagt, weiß ich nicht. So, komm her, komm. Geld, Geld, Geld. I need money.
da schon wieder los? Sind die Mitarbeiter, sind alle nicht so zufrieden, ne? Was ist los? Bisschen mehr Geld? Ja, wir müssen das, ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Uns alle rausschmeißen, alle neu einstellen oder so, ich weiß es nicht. Komm, wieder eine Werbekampagne. Ist wichtig. So, Ambiente ist natürlich auch wichtig. Topf hier. Ach so. Na denn. Minus 1000, aber ja, naja. Also das ist auch eigentlich... Also hier ist minus 500 noch was. Aber auch ordentlich ausgegeben, ne? Das könnte dann 8000er im Plus, könnte es bestimmt so sein, weiß ich nicht. Immerhin. Kann man hier noch mehr dazu machen? Nee. Warum geht das nicht höher? Ja, sollte mal wieder gespeichert werden. Sagt er auch andauernd. Habe ich eben nicht gemacht übrigens. Also in der letzten Folge oder danach oder wie auch immer, ne? Ja, ich würde euch gerne mehr Rutschen geben. Die hinten vor allen Dingen, ne? Zum Beispiel. Ich würde gerne echt den Aqua-Boomerang irgendwann haben. Oder die Wasser-Aerobic. Also beides. Wie viel kostet der? Ach, der kostet ja gar nicht viel. Nur noch einen kleinen Pisspool, ne? Noch einen dazu. Und dann irgendwann noch einen für die, für das andere dicke Ding, ne? Ich habe alles so blöd gebaut. Nicht ganz nett. Nicht ganz nett. Fräulein. Ich will das ja ungern abreißen eigentlich. Aber es musste mal sein. Und es hat sich ja nicht gelohnt. Nicht genügend Geld? What the fuck? Aber ich baue mal, damit ich es nicht vergesse. Hier ist ein anderes. Ah, ich habe das bestimmt wieder ein bisschen blöd gemacht. Und der Mülleimer kommt auch mal ein bisschen weg. So, dann kommt mal hier hin. So, komm her, du, mit dem Geld, bevor das wieder weggeht. Ein tiefes Gewässer. Ist so tief, na toll. Ist so tief. Ja, ob ich das hier hinbauen könnte, weiß ich nicht.
Ist aber big, du. Naja, es liegt hier ein anderer. Ist ja, ist wie sie eben gewandert. Und wir sind noch ein Turm. Macht sich doch super. Das ist ein bisschen blöd für das Unfallrisiko, aber na gut, da müssen wir nochmal ein Bademeister hinbauen hier, du. Schau mal. Wenn das gehen würde. Ja, komm her, dann sitzt du eben da. So. Brauchen wir noch einen Bademeister, ne? So, sonst sah das hier zu leer aus. Ich wollte eine Rutsche hinmachen, aber naja. Da hatte ich woanders schon auch einen Screenshot von gemacht, aber das war nicht das Let's Play. Ja, der reinigt, die reinigen das ja immer, sonst wird das, sieht es halt mal so aus, zum Beispiel. Finanzen sehen jetzt so aus. Wir nähern uns sogar der 5 Sterne, wa? Davon schaltet sich leider nichts weiteres frei momentan. Aber naja. Ich hoffe, die meckern nicht so wegen Duschen und so. Vielleicht da hinten nochmal ein paar Duschen hin. Sieht auch lustig aus. Sieht auch lecker aus, ne? Und lustig auch. Türkises Wasser. Siehst du, wir haben ein bisschen ordentlich ausgegeben. Haben aber noch gut Plus gemacht. Aber auf jeden Fall muss ich wieder eine Wärmekampagne machen, sobald ich wieder Geld habe. Was hat die Omi gesagt? Die braucht Essen. Ja, ess doch was, so dicke Nudel, du. Hier hinten könnte ich auch mal was bauen. Ja, es geht immer weiter. Ne? Was ist immer mit dem Ambient? Das verstehe ich nicht. Schaut, ob es Probleme gibt. Ah, und der wartet. Steht er sich da unten hin? Ach so. Immer schön springen, ne? Ich wollte nochmal Pizza haben hier. Wollen die bestimmt, aber ich brauche Geld. 225, come on. So, ich muss auch wieder eine Werbekampagne. Ah. Ja gut, mache ich gleich. Sollte ich eigentlich vorziehen. Müssen wir wieder umdrehen. So, komm her, Geld. Gib mir Money. So, aber dann, okay, ein paar Einnahmen dadurch, aber dadurch finanziert sich auch der Verkäufer so ungefähr. Schätze ich mal. Gleich ein Mülleimer hier noch. Und hier hinten, da verhungern die auch schon bald.
Pommesbude machen wir hier, ne? So. Noch ein Mülleimer. So, Ambiente, Ambiente. Benjamin. Alimente. Bananenpalme. Ja, hier ist das Ambiente nicht gut, weil, ja, der Müll einmal nicht geleert wird. Hallo. Ja, du Vogel. Geh zu einer Pflanze, ja. Was... Okay. So, ist das wieder ein bisschen besser, ja. Könnte immer noch besser sein, naja. Was ist da los? Sitzgelegenheiten, ja. Seid ihr so blöd zum... Weiß ich auch nicht was. Ja, die meckern immer gerne. So. Nein. Minus 1000, ah, super. Lecker, lecker Schwimmbäder. Nette Farbe, aber es ist eigentlich, naja, dreckig, ne? Hinten reinigt doch einer. Mario Fukul. Brauche noch mehr Reinigungskräfte. Noch mehr Gärtner. Ja, es wird langsam teuer, ne? Wir müssen auch mehr einnehmen. Aber ich glaube, wir nehmen auch mehr ein, weil wir beliebter sind und ja, weil immer mehr kommen. Wir müssen aber auch immer regelmäßig Werbekampagne machen, die schon wieder ausgelaufen ist. Naja. Wir müssen unseren Kredit zurückzahlen. Wir zahlen zu viel Kredit im Monat. Ist auch nicht nett. Das Ding ist aber nicht so beliebt. Die Schlängelrutsche, es geht, ne? So, es hat sich schon alles in eine gute Richtung entwickelt. Außer, dass hier wieder einer meckert, weil hier nicht genügend Sitzplätze sind. Ja gut, hier sind auch nicht so viele, es geht. Aber die meckern, die sehen manchmal die Bank auch nicht. Naja. Eigentlich bräuchte sie ja Bankautomaten, damit die genügend Kohle haben. Nur. Die sollen uns mal richtig die Haare auf den Kopf fressen. Mal ein bisschen teurer. Ich weiß nicht, ob die dann immer noch meckern. Hoffentlich nehmen wir mehr ein. 86%. Aber immer noch im Minusbereich, leider. So, mal gucken, ob ich in der Zwischenzeit die Sachen noch freigespielt habe bis zum nächsten Mal. Ich weiß es nicht genau. Wie sich das hier sonst noch so entwickelt. Wir müssen auf jeden Fall... Da meckert einer wegen Mülleimer. Naja. Wir müssen unseren Kredit zurückzahlen. Ich will die Wasser-Aerobic auf jeden Fall haben. Brauchen wir mindestens noch einen Pool. Und ich möchte auch Aquaboomerang auch haben. Brauchen wir vielleicht noch zwei Pools? Ich weiß es nicht. Ja, mal sehen. Das kriegen wir vielleicht noch hin. Ist zwar ein bisschen teurer geworden durch die Patches. Aber naja. Das möchte ich auf jeden Fall noch zeigen. Ansonsten, so viele Sachen sind die nun auch nicht und das
Ist doch bald 5 Sterne und ja. Ja, man läuft hier alles, ne? Aber gut. Bis apropos laufen, das Let's Play oder Let's Show läuft noch ein bisschen, denke ich. Aber das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Waterpark Tycoon. Vielen Dank fürs Zuschauen, sagt Prophet Benjamin. Tschüssi!